Nehmen wir mal das Molekül Natriumchlorid. Wir kennen ja aus dem Periodensystem der Elemente, Natrium ist ein Alkalimetall, es hat ein freies Elektron, es ist in Gruppe 1. Also es möchte ein Elektron weggeben. Und Chlorid hier drüben ist ein Halogen und ist nur ein Elektron entfernt von seiner gefüllten Elektronenschale, von seiner äußersten Schale. Also es möchte unbedingt ein Elektron haben. Wir haben ja darüber schon öfter geredet, vor allem am Anfang der Chemielektionen. Also Natrium will ein Elektron verlieren und will es Chlorid geben. Also haben wir folgende Situation, dass Natrium eine Ladung von plus 1 hat, also es hat eine Ladung verloren. Und Chlor hat ein minus 1, weil es hat ein Elektron gewonnen. Und dann werden sie angezogen, weil eins ist positiv, eins ist negativ. Die Coulomb-Kräfte werden das ja machen. Das wisst ihr ja schon. Wir haben darüber schon mal geredet. Das ist also eine Ionenbindung. Dort hat man einen Übergang von einem Elektron von einem zu einem anderen Elektron. Das ist ja ganz eindeutig. Es gibt aber andere Situationen. Nehmen wir mal beispielsweise Sauerstoff im Wasser. O. Und hier diese zwei Wasserstoffatome. Wir wissen jetzt, dass Sauerstoff unbedingt Elektronen haben möchte. Es ist das am meisten elektronennegativste Element. Also, wenn du jetzt Sauerstoff hast, und können auch andere sein, aber in dem Fall Sauerstoff. Jetzt wird es das Sauerstoff diese Elektronen ganz stark auf seine Seite rüberziehen. Sie teilen zwar noch die Elektronen miteinander, aber die meiste Zeit verbringen die Elektronen nun auf der Sauerstoffseite. Deswegen haben wir hier eine teilweise negative Ladung, Delta negativ, und hier eine teilweise positiv Ladung. Wir haben darüber auch schon geredet und das führt dann zu Wasserstoffbrückenbindungen und so weiter. Also es ist eigentlich nur eine intellektuelle Methode, um sich das vorzustellen. In Wirklichkeit ist es gar keine Ionenbindung, es ist eine kovalente Bindung. Und das Elektron verbindet einfach die meiste Zeit hier auf der Sauerstoffseite. Es ist also eine Konvention, diese heißt Oxidationsstatus. Ich erkläre euch gleich mal, woher das kommt. Also Oxidationsstatus nennen wir das. Und das zeigt einfach, dass es was Ähnliches ist wie bei der Ionenbindung. Nur, dass es eben eine teilweise negative Ladung ist. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass das eine Ionenbindung wäre. Wie würde das nun aussehen? Wer würde die Elektronen abgeben und wer würde sie bekommen? Beim Wasser, gut, da ist es einfach. Da ist Sauerstoff, bekommt zwei Elektronen vom Wasserstoff und das Wasserstoff. Die verlieren jeweils ein Elektron eben an das Sauerstoff. Deswegen hat Wasserstoff die Ladung von plus 1 und Sauerstoff hat eine Ladung von minus 2. Also, um das nochmal ganz klar zu machen. Das ist nur unsere Vorstellung vom Oxidationsstatus oder von der Oxidationszahl. Aber um das klar zu machen, das ist rein hypothetisch, das ist eine hypothetische Ladung. Wir überlegen uns einfach nur, wo ist einfach das Elektron die meiste Zeit. Ja, eine einfache Regel, es geht von links unten nach rechts oben. Die rechts oben, die möchten einfach unbedingt Elektronen haben, diese Elemente. Und hier unten, links unten, die wollen unbedingt ihre Elektronen loswerden. Also, was machen wir jetzt hier? Je negativer ein Atom ist, desto mehr möchte es Elektronen haben und der Sauerstoff möchte es einfach weggeben. Diese Zahlen, diese hypothetischen Ionisierungszahlen, diese nennen wir die Oxidationszahlen. Oxidationszahl hier in Blau. Die Oxidationszahl vom Wasserstoff im Wasser ist
Also H2 von Wasserstoff ist plus 1. Wir können das auch hier hinschreiben. Plus 1 für jedes Wasserstoff natürlich. Und die Oxidationszahl vom Sauerstoff ist minus 2. Minus 2. Wir haben ja schon mal darüber geredet. Das Wasserstoffmolekül, diese Wasserstoffmoleküle sind oxidiert worden. Ja, in dem Fall sind sie oxidiert worden von Sauerstoff natürlich. Und wollte ich hier noch klar machen. Ja, bisschen komisch ist es, was heißt Oxidation? Hat es eigentlich immer was mit Sauerstoff zu tun? Ja, also am Anfang dachte ich, Oxidation muss immer was mit Sauerstoff zu tun haben, weil das, der Sauerstoff eben die immer Elektronen wegnimmt. Wenn du also oxidiert wirst, dann hast du Elektronen verloren und bist anschließend positiv geladen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es muss gar nicht unbedingt Sauerstoff sein, was die Oxidation macht. Es kann auch ein anderes Atom sein. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel hierfür, für Wasserstofffluorid. Das ist HF. Ich zeige es mal hier. Genau, also HF haben wir hier. Das Element Fluor ist hier. Also Wasserstofffluorid wäre hier Wasserstoff, wäre hier oben, bindet sich mit Fluor zusammen. Ist auch sehr, sehr elektronegativ. Also was passiert hier? Die Wahrheit ist, Wasserstoff teilt seine kovalente Bindung mit dem Fluor, aber das Elektron ist dann doch fast die meiste Zeit über eben beim Fluor. Deswegen haben wir hier wieder eine negative Ladung hier und eine positive dort. Ja, aber eigentlich gefällt uns dieses Spiel mit der teilweise negativen Ladung nicht so gut. Wir wollen eigentlich wissen, was passiert eigentlich wirklich. Naja, es ist einfach so, wir stellen uns vor, die Elektronen sind einfach die meiste Zeit über dort. Und wir legen einfach fest, die Elektronen, ja gut, wir haben hier das plus 1 und das minus 1. In dem Fall ist Wasserstoff oxidiert worden, genauso wie vorher, aber es ist hier überhaupt kein Sauerstoff hier drin, sondern Fluor hat genau das gleiche gemacht, was Sauerstoff getan hätte. Stellt euch einfach vor, der Sauerstoff ist der Meisterdieb, aber es gibt auch andere Diebe, die, naja, das gleiche machen, die eben auch Elektronen klauen können. Also, Elektronen können auch geklaut werden, wenn überhaupt kein Sauerstoff da ist. Und es gibt also andere Oxidationsreaktionen, auch ohne Sauerstoff. Der Gegenteil von Oxidation ist Reduktion. Das bedeutet ein Verlust von Ladung, also Reduktion von Ladung. Also in dem Fall, in dem Wasserstofffluorin, hat das Wasserstoff ist oxidiert worden. Es ist oxidiert worden, weil Elektronen weggenommen worden sind vom Fluor. Und das Fluor hat das Gleiche gemacht, wie eben der Sauerstoff auch machen könnte. Dann ist ein Elektron hier weggenommen worden und das ist eine hypothetische Ionenbindung. Fluor hingegen ist reduziert worden. Seine Oxidationszahl ist reduziert worden um 1. Ja, also ohne das Wasserstoff wäre es also neutral. In dieser Gleichung ist es eben teilweise elektronegativ. Es hat das Elektron vom Wasserstoff genommen, hat dann eine Ladung von minus 1, hat also seine Oxidationszahl reduziert und ist jetzt minus 1. Also stellt euch vor, Reduktion ist Reduktion von einer positiven Ladung und Oxidation ist eine Erhöhung von Ladung. Und ja, es gibt hier auch noch einen einfachen Trick, das will ich euch mal zeigen. Und zwar Leo der Löwe sagt grrr. Leo der Löwe sagt grrr.
Und das ist jetzt einfach eine Eselsbrücke. Ich zeige euch, wie das geht. Also Leo. Leo steht für Losing von Elektronen, also Verlust von Elektronen. Das ist Oxidation. Und Gewinnen von Elektronen ist Reduktion. Na, so könnt ihr euch das merken. Und am Anfang fand ich es ein bisschen komisch. Ich bekomme Elektronen, werde aber reduziert. Also ich bekomme etwas mit einer negativen Ladung. Das bedeutet dann Reduktion. Und Oxidation heißt einfach, ich verliere Elektronen oder ich gebe eben Elektronen ab. Aber denkt dran, es muss nicht unbedingt eben Sauerstoff bei Oxidation mit drin sein. Und wir können jetzt die Oxidationszahl von den meisten Molekülen uns mal überlegen. Also diese hier links sind Alkalimetalle, hier in dieser ersten Spalte. Diese lieben es, Elektronen wegzugeben. Die wollen unbedingt Elektronen weggeben. Und sie haben also ein Elektron in ihrer äußersten Schale. Also werden sie eine Oxidationszahl von plus 1 haben. Sie wollen die Elektronen eben weggeben, wie beispielsweise in Natriumchlorid. Hier ist die Oxidationszahl, entspricht genau der Ladung, die ist nämlich plus 1, es hat ein Elektron weggegeben. Und das machen alle diese Alkalimetalle hier drin. Ja, also Wasserstoff, Vorsicht, also Wasserstoff können wir ein bisschen hier rüber ziehen. Es hat ein Elektron in seiner äußersten Schale. Aber es will auch ganz gerne zwei haben. Es kann also eins weggeben oder eins aufnehmen. Also hat es manchmal Alkalimetalleigenschaften und manchmal hat es eben Halogeneigenschaften, weil es einfach Elektronen haben möchte. Also Wasserstoff, nehmen wir mal an, Wasserstoff bindet sich mit einem von diesen Elementen drüben. Wie würde das aussehen? Beispielsweise mit Lithium, Lithiumhydrid. In dem Fall, Lithium möchte ganz gerne Elektronen abgeben. Es wird seine Elektronen verlieren, hat dann eine Oxidationszahl von plus 1 und Wasserstoff nimmt ein Elektron auf. Es ist elektronegativer als Lithium. Möchte eine Elektronenkonfiguration wie Helium haben, also wird es minus 1 sein. In dieser Situation. Ja, sieht es einfach so aus. Ist Lithium ist oxidiert worden vom Wasserstoff und Wasserstoff ist reduziert worden, hat nämlich seine Ladung reduziert. Und was ist nun die Gesamtsumme von den Oxidationszahlen? Wir addieren einfach die Ladungen und wir sehen, da kommt immer 0 dabei raus. Und wenn du ein neutrales Molekül hast, dann ist die Oxidations, ich gehe hier mal ein bisschen nach unten. Ich habe ein neutrales Molekül, neutral, also einen neutralen Stoff, einen neutralen Stoff. Dort sind die Oxidationszahlen oder Staaten ergeben zusammen 0. Wenn ich zum Beispiel eine positive Ladung habe, dann ist der Oxidationsstatus insgesamt entspricht der Ladung. Nehmen wir mal beispielsweise, also hier zum Beispiel nochmal, wenn ich Wasserstoff, wenn es sich verbindet mit, sagen wir mal, mit Sauerstoff zu OH minus, zum OH minus als Beispiel, dann ist es so, hat der Wasserstoff, hat es also mit dem Sauerstoff zu tun, was sehr negativ ist. Und Wasserstoff hat also immer eine Oxidationszahl von plus 1, schreibe ich mal hier oben drüber. Vom Sauerstoff die Oxidationszahl, die ist immer minus 2, weil es braucht nur noch zwei Elektronen, um seine Schale aufzufüllen. Hier seht ihr das auch nochmal, hier ist die minus 2. Und obwohl es hat noch keine Elektronen hat, bekommen hat, ist die Oxidationszahl immer minus
2. Wenn ich die beide jetzt addiere, minus 2 plus 1 ergibt minus 1. Oder sehen wir es auch mal so, Sauerstoff hat ein Elektron bekommen und also es ist elektronegativ, ich kann das so zeigen. Also Sauerstoff hat 1, 2, 3, 4. Sauerstoff hat also seine Schalen aufgefüllt. Es hat also ein Elektron bekommen. Also es hat eine negative Ladung, eine Minus-2-Ladung. Und Wasserstoff hat Plus-1. Und die Gesamtladung von diesem Molekül ist Minus-2 plus 1. Und es ergibt einfach Minus-1. Wenn ich also die Oxidationszahlen addiere, das ergibt die Ladung eines Moleküls. Gut, also diese hier haben eine Oxidationszahl von plus 1. Die Alkali-Erdmetalle haben plus 2, weil sie 2 Elektronen abgeben wollen. Und die Ausnahme ist eben der Wasserstoff. Und es kann zum Beispiel Elektronen aufnehmen, wird also reduziert. Und wenn es Wasserstoff sich mit Dienen hier verbindet, da gibt es Elektronen ab. Dort hat es den Zahl von plus 1. Zum Beispiel mit Wasser hier zum Beispiel. Hier gibt immer das Wasserstoff ein Elektron ab und wird also oxidiert. Sind diese Stoffe hier Oxidationsmittel. Was ist denn mit diesen Halogenen hier? Was machen die? Diese hier möchten ja ganz gerne Elektronen aufnehmen. Also ist die typische Oxidationszahl minus 1. Bei Sauerstoff ist es minus 2. Und ich zeige euch dann auch mal ein Beispiel, da wo es auch mal anders aussehen kann, aber nicht jetzt. Und es gibt noch viele, viele, viele Elemente hier. Die haben alle ganz, ganz, ganz unterschiedliche Oxidationszahlen. Aber wir wissen schon mal, dass Wasserstoff plus oder minus 1 haben kann. Und es hier links ist entweder minus 1 oder plus 1, je nachdem, ob es links oder auf der rechten Seite ist. Die Halogene nehmen also ein Elektron. Und ja, so kannst du eigentlich die Ladung von jedem Molekül eigentlich auch genau rausfinden. Und in den nächsten Videos zeige ich euch dann nochmal ein paar schwierigere Beispiele dafür.